Was sage ich denn so? Wie erkläre ich den anderen, was denn ist? Nichts Spezielles. Ja, sei einfach nur, ne, nichts Spezielles. Mach nicht Zen, so, ne? Sei einfach nur mit deinen Freunden zusammen und sei authentisch. Ja. Das ist so ein bisschen die Gefahr, boah, ich mach was Spezielles. Was machst du Zen? Erzähl mal Zen, was ist ein Zen? Ja, weil da auch schon so viele Bilder vorhanden sind von Zen-Meistern. Oder vielleicht auch Zen-Meisterinnen, ja. Dieses Klare, ja, dann sieht man einen Zen-Garten und das ist alles ganz korrekt. Da ist kein Plastikbecher wie in der U-Bahn, der da so rumfliegt. Ja. Alles ist wunderbar, in Ordnung. Ist das Zen? Das ist alles nur ein Hilfsmittel. Die Formen, die Rituale sind unser Hilfsmittel. Und worum es geht, ist, einen klaren Geist zu haben. Und wenn du deinen Freunden zusammen bist, ich kenne das, ich werde das natürlich auch immer wieder gefragt. Ich fühle mich auch mal unwohl. Du bist doch Zen-Lehrer, erzähl mal. Nichts Spezielles. Ja, ach komm, lass uns einen Tee trinken. Oder komm mal vorbei. Komm doch mal und mach eine Erfahrung. Ne, dieser Satz, geh und trink Tee, ist ja eine Phrase, aber die hat eine tiefe Bedeutung. Weil diese Erfahrung, einen Tee zu trinken, viel mehr wert ist als 1000 Worte. Und ich glaube, es ist besser, eine Einladung auszusprechen, zu sagen, ja, komm mal, mach mal mit. Dann ist es besser, als was zu erklären. Aber was du immer tun kannst, kannst sagen, was ist kostbar für dich? Was hat dir geholfen? Warum kommst du regelmäßig und sagst, das ist ein Teil meines Lebens, ja. Könntest du das beantworten? Warum? Im Moment nicht, nein. Ah ja, okay. Also eine Floskel wäre für dich. Ja. Prüf mal, ob das stimmt. Weil am Anfang ist es immer erstmal für mich. Aber irgendwann sehen wir sind so miteinander verbunden und auch abhängig voneinander. Das stimmt nicht ganz, wenn wir persönlich glücklich sein wollen, dass wir das Glück der anderen nicht mitbeachten oder nicht uns mit drum sorgen. Gute Frage. Nehme ich auch nochmal mit.